Seit dem Tod seiner Mutter ist Michi auf der Suche nach seinem Vater, den er nie kennengelernt hat, bis er diesen Brief entdeckt. Tom Lambrecht. Die Zeit ist ja immer beim Rudern. Aber der Vater, den er findet, ist überhaupt nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Aber da kommt echt noch ein bisschen mehr Zug rein zum Schluss. Oder Tom, sag doch mal. Ganz ehrlich, deine Mutter hat mir kein Wort erzählt. Sie war meine große Liebe. Und eines Tages war sie verschwunden. Coole Jacke. Voll der Checker. Das ist der Hausmeister. Hast du wirklich geglaubt, dass ich dich meinen neuen Freunden vorstellen kann? Denkst du, ich will, dass die mich auch noch fertig machen? Was haben wir mit der Kopfleute? Stell uns doch mal vor. Also, mich Zwerg, Zwerg mich. Ihr dürft euch jetzt küssen. Ich bin echt neugierig, wie du so wohnst, allein. Ist wie bei Schneewittchen. Guck mal, ist ein Kinderklo. Schau dir mal die Puppenküche an. Wer hat euch hier reingelassen? Du willst jetzt jedes Mal davonlaufen, wenn das mit deinem Vater aufliegt. Da kommst du ziemlich viel rum. Wenn du merkst, dass du größer bist, ist wie dein Papa. Dann bist du erwachsen. Aber ich will ja jetzt noch nicht erwachsen sein. Du musst an deinem Gang arbeiten. Du watschest wie eine Ente. Quak, quak, quak. Hände in die Taschen und dann so. Ziemlich cool. Und los. Manchmal im Leben passiert dir etwas wirklich Großes. Bist du bereit? Auf Augenhöhe. Los rüber! Guten Tag. Könnte das sein, dass... Entschuldigung, ich dachte... Am 15. September im Kino. Achtung! Mehr nach rechts, mehr nach rechts, mehr nach rechts! Oh! Gut gemacht. Ich versuche schon seit Jahren, das zu treffen. Was stand denn da drauf? Da stand, lassen Sie Kinder nicht Auto fahren.